Morgen glanzt der Ewigkeit, Licht von unerschaffenem Lichte. Schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne, führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. Der Pastor und Dichter Johann Rist aus Wedel bei Hamburg schreibt im Dezember 1656 diese wundervollen Worte. Sie lieben einen Aal, der in dem Singerorden Apollo liebster Sohn mit großem Lob ist worden. Drum kömmt, ihr Teutschen, kömmt und hört jetzt allzumal, nicht wie der Orpheus hat sein Saitenwerk bezwungen, denn dieses ist schon alt. Vernehmt doch, wie gesungen und singt noch täglich fort mein hochberühmter Aal. Hinter diesem mit Orpheus verglichenen Aal, da steckt der Komponist Johann Rudolf Ahle, welchem wir uns hier in diesem Video widmen möchten. Die Melodie des bekannten Morgenliedes zum Eingang stammt aus seiner Feder, aber auch zahlreiche vokalinstrumentale Kompositionen sind uns von ihm überliefert. Zumeist für größere Ensemblebesetzungen, aber auch für kleine kammermusikalische. Der so wundervoll singende Aal hat uns außerdem auch ein Traktat, Anleitung zur Singekunst, hinterlassen, welches von einem seinem Sohn verlegt wurde. Nun hören wir in kleiner Besetzung ein Psalmkonzert für Sänger, Continuo und optional zwei Violinen. Herr Gott, Elendes Willen.
Zeichen an mir, dass mir's wohl wohl gehe, dass mir's wohl wohl gehe, dass es denen, die mich hassen und sich schämen müssen, dass du mir beistehst und tröstest mich, dass du mir beistehst und tröstest mich, dass du mir beistehst und tröstest mich, dass du mir beistehst und tröstest mich und tröstest mich. Johann Rudolf Ahle wurde 1625 im thüringischen Mühlhausen als Sohn eines Kaufmanns geboren. Seine schulische Ausbildung begann er eben da und setzte sie später in Göttingen fort. Zum Studium der Künste ging er dann an die Erfurter Universität und genoss schon währenddessen einen besonderen Ruf als Organist. Und eben dort in Erfurt bekleidete er ab dem Jahr 1646 das Kantorenamt an der St. Andreaskirche. 4 Jahre später kehrte Ahle in seine Heimat zurück, heiratete und wurde Organist in St. Blasius, Mühlhausen. Ein hohes Ansehen lässt sich durch diverse Drucke großbesetzter geistlicher Konzerte und Widmungen bedeutender Zeitgenossen, unter anderem auch von dem Lüneburger Organisten Christian Flor, zu welchem wir ebenfalls schon mal ein Porträt gemacht haben, belegen. Er war eine geachtete Persönlichkeit der Stadt, bekleidete verschiedene städtische Ämter und wurde kurz vor seinem Tod im Jahre 1673 sogar zum ersten Bürgermeister der Stadt gewählt. Als Mühlhäuser Organist wird Ahle ihm zunächst sein Sohn Johann Georg Ahle folgen und später Johann Sebastian Bach. Auch Orgelmusik hat sich erhalten, wenn auch nur durch Abschriften von August Gottfried Ritter, also keine zeitgenössischen Zeugnisse, sondern Abschriften aus dem 19. Jahrhundert. Überliefert sind diverse Choralbearbeitungen und Variationen sowie eine Toccata, welche Lisa nun abschließend spielen wird.